Herzlich willkommen, liebe GC-Fans, zum Spiel zwischen dem Grasshopper Club Zürich und Lausanne Sport. Macht das 1 gegen 1, macht eine lange Flanke Richtung Mitte und da kommt... Oh! Oh! Bradley Fink mit dem Kopfball. Auf der Linie geklärt von Letizia. Sehr gute Aktion. Geiler Pass, geile Flanke. Auf dem kann man aufbauen. Lausanne den Ball kann kontrollieren und erlischt das Feuer schnell wieder, weil meistens Lausanne sich ein bisschen Zeit nimmt, nehmen will beim Aufbau. Oh mein Gott, er dribbelt im Strafraum. Oh mein Gott! Eine Flanke auf, was ist das, 3 Meter vor dem Goal und das schafft es allein, das leere Goal, den Ball an die Latte zu schiessen. Meine Güte. Die Aussenlatte, da haben wir jetzt ein riesiges Glück gehabt. Das ist der Kalou. Kalou, zurück, Bernedi. Versucht da Lücke zu finden. Custodio zieht ab, gefährlich aufgesetzter Ball. Hammel, riesen Parade hier in der 31. Spielminute. Ja, das war jetzt mal die spielerische Lösung. Von Lausanne. Roche, schlechte Ballkontrolle, kann aber weiterleiten. Diabaté. Wow, gut aufpasst, der Tobert. Zweiter Ball, Roche. Oh mein Gott! Der kommt der Ball so pfannenfertig zurück über. Ich kann aus 8 Metern eigentlich aussuchen, link, näher Pfosten, weiter Pfosten. Entscheidet sich auf der weiten Pfosten. Sein Schuss hat etwa Geschwindigkeit von 1 Kilometer. Wir sind von unseren Vereinsfarben. Lausanne weiterhin in Orange. Wie auch der Fußball, der hier praktiziert wird. Oh, Carvalho mit der ersten Aktion im Strafraum! Oh, ja! Oh mein Gott! 1-0! 1-0! 1-0, Carvalho! Ja, man sieht, jetzt ist sehr aufwärmend zurückgekommen. Der Pausentee hat gut getan. Alter, crazy. Wie lange ist das gegangen? 20 Sekunden? Ja. Für wen ist er überhaupt eingewechselt worden? Er ist eingewechselt worden für den Darbiu. Ah, oh, crazy. Er ist gerade eingewechselt. Er kämpfen, wird aber wieder gestört von Doubles. Der kann natürlich das Spiel schnell machen. Jetzt kommt der nächste und... Nächster Goal für GC Zürich. Geschossen wieder vom Carvalho. Nicht ganz schnell. Kann es jetzt nicht ganz genau sehen. Es war wieder ganz schön rausgespielt. GC-Spieler spielt da schön in die Mitte. Richtig penalter Punkt. Und dort steht. Okay. Genau in die Mitte eigentlich. Sie sind alle ein bisschen verrascht. Nächster Angriff, nächster freie Mann, Momo. Direkt, no. Ah, er verzögert. Mabil, zweite Ball. Dengue und Goal! Goal von Dengue. Junge. Wieder ganz schön rausgespielt. Momo lässt den Lausanne-Spieler ein. Madonna. Richtig gut. In 10 Minuten haben wir jetzt 3 Goal geschossen, ist das richtig? Ja, es ist richtig. In 10 Minuten haben wir 3 Goal. Pfiff bekommen, hat einen langen Ball Richtung Strafraum. Jetzt geht die Strabraschi dran. Richtung Strafraum rein. Und jetzt gibt es das nächste Goal! Wunderschön rausgespielt vom Amir Abraschi. Hat dort den Ball abgeschaut, spielt in die Mitte rein. Und geht sich auch dort wieder. Der Abraschi spielt in die Mitte und auf der linken Seite kommt der GC-Spieler zum Abschluss und macht dann das 4-0. Ja. Zum Tobels. Oh mein Gott. Der Fehlpass vom Tobels zum Sané. Der dribbelt aus, probiert Abschluss. Und spielt ab Pfosten, oder respektive schießt ab Pfosten. Und Hammers. Jetzt macht GC natürlich schnell, probiert da. Das sind haltet 0 und rechts. Hammers hat es geschmückt. Seine Flasche hat richtig gelegen.
Ja, ich gesagt, unten rechts, ja? Ja, unten rechts. Nein, gut, es war nicht unten, es war halb hoch, so. Aber gleich. Er hat den gehebt. Geht hinten rum, machen einen neuen Spielaufbau. Gute Seite wechseln auf den Nika. Oh! Und es kommt doch noch mal das 5-0. Auf sie. Stark. Sehr stark gewesen. Ja, Lausanne wird am heutigen kalten Abend noch vorgeführt. In der bald 92. Minute. GC hat das negative Torverhältnis.